Eine Präsenz, die sie in euch gespürt hat? Master Vandar. Die sie in euch seit Taris gespürt hat. Etwas derartiges ist nichts Ungewöhnliches bei zwei Personen, in denen die Macht stark ist. Astila hat den gemeinsamen Traum dem Rat sehr detailliert beschrieben. Es ist mehr als ein Traum. Es ist eine Vision gewesen. Guck die Macht mal, blinzelt ja unterschiedlich, also verzögert. Habe ich jetzt Vision? Ihr und Bastila teilt ein starkes Band miteinander und mit der Macht. Das kommt nicht selten vor. Oft bildet sich so ein Band zwischen Meister und Schüler. Doch es kommt nur äußerst selten vor, dass es so schnell geschieht. Welche Gefahren auch noch vor uns liegen mögen, wir dürfen die Tatsache nicht ignorieren, dass das Schicksal euch und Bastila gemeinsam hierher zu uns gebracht hat. So. Wollt ihr sagen, dass ich mit ihr verbunden bin? Ihr zwei seid verbunden. Euer Schicksal ist eines. Gemeinsam könntet ihr in der Lage sein, Darth Malak und die Sith aufzuhalten. Doch ihr dürft euren Verstand nicht durch Vorstellungen von Ruhm und Macht vernebeln lassen. Derartige Gedanken führen euch auf die dunkle Seite. Ihr müsst lernen, dass der helle Weg lang und mühsam ist. Seid ihr bereit, zahllose Entbehrungen auf euch zu nehmen? Muss ja, ne? Ich werde mein Bestes tun. Wahrscheinlich jault er sofort wieder rum. Arroganz, dunkle Seite. Ihr müsst wissen, dass weder euch noch uns in dieser Angelegenheit eine Wahl bleibt. Reihen der Jedi lichten sich überall in der Galaxis. Wir haben viele Jedi ausgeschickt, um Malaks Eroberungen ein Ende zu setzen. Viele sind nicht zurückgekehrt. Die Sith jagen die Jedi wie Tiere. Sie locken sie in Hinterhalte und morden unsere Brüder und Schwestern, wo immer sie ihrer habhaft werden. Wir fürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie unser verstecktes Refugium hier entdecken. Andere Jedi sind bereits gefallen und haben die dunkle Seite in ihren Herzen willkommen geheißen. Sie haben den Sith und Malak, ihrem dunklen Lord, die Treue geschworen. Diese ganzen Dialoge, ey. Ich muss nochmal schneiden. So, es geht weiter bei Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Ihr habt das letzte Video gesehen. Wenn nicht, seid ihr selbst schuld. Hol's nach. Weil ich hab jetzt keinen Bock, das noch zu resümieren. Wie kann er aufgehalten werden? Oder Jedi ergeben sich der dunklen Seite? Tun sie halt. Ist mir egal. Wie kann er aufgehalten werden? Vielleicht liegt unsere Hoffnung in dem Traum, den ihr und Bastila geteilt habt. Der Rat hat den Beschluss gefasst, dass ihr und Bastila die Ruinen erforschen müsst, von denen ihr geträumt habt. Vielleicht findet ihr dort einen Hinweis, eine Erklärung, wie Revan und Malak verdorben wurden. Und vielleicht findet ihr dort auch einen Weg, sie zu stoppen. Jetzt geht's mir wieder besser. Entschuldigung. Ich bin bereit. Ich bin jetzt bereit. Ich nehme den Auftrag an. Die Macht ist in euch stärker als in allen Studenten, die wir bisher sahen. Cool. Doch ihr seid stur und eigensinnig. Eine gefährliche Kombination. Bevor wir euch ausschicken, die Ruinen zu untersuchen, müsst ihr in den Lehren der Jedi ausgebildet werden, damit ihr der Dunkelheit widerstehen könnt, die in euch schlummert. Ja, die in uns allen schlummert. Würdet ihr überhastet dorthin aufbrechen, werdet ihr zum Scheitern verurteilt. Das bedeutet, wir werden Jedi. Geil, oder? Mit Lichtschwert und allen drum und dran und Robe und schön. Cool, oder? Wie ihr wünscht, Master Vandar. Wir müssen sofort mit eurer Ausbildung beginnen. Let's go. Auf euren Schultern lastet eine Bestimmung. Ihr müsst auf sie vorbereitet sein. Das Schicksal der Galaxis hängt von euch ab. Cool. Ich kann nur hoffen, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid. Ich auch. Der Pfad, den ihr gewählt habt, ist schwierig. Intensives Training wird euch körperlich darauf vorbereiten. Mit Meditation werdet ihr lernen, die Kraft eurer Macht in die richtigen Bahnen zu lenken. Wie ich rumzucke. Um die Wege der Jedi vollständig zu verstehen, müsst ihr euren Geist für das Wissen öffnen. Cool. Sucht die Weisheit in der Lehre der großen Meister des Ordens. Ich kann lesen. Ein Jedi ist niemals allein. Andere Mitglieder des Ordens stehen euch immer zur Seite.
Ein besonderes Band verbindet euch mit Bastila. Zögert nicht, euch an sie zu wenden, wenn ihr Hilfe braucht. Und Belaya läuft irgendwie seltsam. Ganz seltsam. Das Leben eines Jedi birgt Schwierigkeiten und erfordert hohe Disziplin. Mhm. Aber obwohl ihr nur ein Schüler seid, ist euer Potenzial grenzenlos. Boah. Und euer Fortschritt ist unglaublich. Unbelievable. In all den Jahren habe ich niemals jemanden gesehen, der das Grundtraining so schnell gemeistert hat wie ihr. Ihr habt in ein paar Wochen das gelernt, was andere in Jahren nicht lernen. Boah, ich fühle mich geehrt, euch hiermit im Orden der Jedi willkommen zu heißen. Yeah. Bald wird eure Zeit als Schüler enden. Dann werdet ihr zum Padawan. Ihr gehört damit zum Jedi-Orden, habt aber noch den niedrigsten Rang inne. Doch zuerst müsst ihr euch als würdig erweisen. Okay, wie kann ich mich als würdig erweisen? Und wo ist mein Schwert? Gemäß den Traditionen und Bräuchen des Ordens, die von Meister an Schüler seit 1000 Generationen weitergegeben werden, müsst ihr 3 Tests bestehen, bevor ihr von den Jedi aufgenommen werdet. Toll. Ich bin für die Prüfung bereit, oder? Los. Diese Tests sollen beweisen, dass ihr die Ausbildung, die man euch gegeben habt, sowohl geistig als auch körperlich verinnerlicht habt. Okay. Sobald ihr die Tests bestanden habt, werdet ihr nicht mehr Schüler sein, sondern Padawan und damit zu den Jedi gehören. Ja. Zuerst werde ich euch über euer Wissen des Jedi-Kodexes befragen. Okay. Diese Grundsätze müssen all eure Taten leiten. Bei allem, was ihr tut, müsst ihr euch ihrer Weisheit bewusst sein. Ja. Ihr müsst unseren Kodex lernen, bevor wir euch prüfen. Jetzt laber mich nicht zu. Unterhaltet euch mit den anderen Jedi der Enklave und kommt zu mir zurück, wenn ihr mehr wisst. Okay. Mann, war das zäh. Ich halte meine Hand so, als hätte ich ein Schwert in der Hand, aber ich habe kein Schwert in der Hand, oder? Nein, ich habe kein Schwert in der Hand. Ah, ich fühle mich so nackt ohne Schwert. Was habe ich denn erhalten? Das neu. Was habe ich denn verloren und wieder erhalten? Was habe ich verloren und wieder erhalten? Was habe ich. Wo ist es? Was auch immer es sein mag. Es ist nicht da! Na, wie auch immer. Nehmen wir den wirklichen Prototyp. Ich meine, ein Prototyp ist immer besser. Ist immer cooler. Oh, ey, das war jetzt mal ein Krampf hier die ganze Zeit. Boah, was für ein Rotz hier. Und tu das und tu das und blablabla. Und hast du nicht. Boah. Da kriegst du ja die Krise. Bei dem Geschwafel. Belaya kann uns den Kodex mitteilen, wenn sie nicht die ganze Zeit wie krank im Kreis laufen würde und ja, jetzt reden wir mal mit dir. Jetzt, ich will mit dir reden. Ey, bleib stehen. Bleib stehen. Ey. Seid gegrüßt, Schüler. Ja. Auch wenn ich annehme, dass ihr diesen untergeordneten Titel nicht mehr lange tragen werdet. Yeah. Wie Master Zar mir mitteilte, macht ihr bemerkenswerte Fortschritte. Ihr werdet, so glaubt ihr, schon bald den Rang eines Padawan bekleiden. Dann seid ihr ein anerkannter Jedi. Und genießt ihr die Ausbildung? Es ist schwierig, aber es lohnt sich. Mit der Macht kommt auch die Verantwortung. Ja. Nur wer Disziplin übt und Opferbereitschaft zeigt, kann sein Potenzial auch beherrschen. Viel Glück noch bei eurer weiteren Ausbildung. Ihr müsst noch viel lernen. Möge die Macht mit euch sein. Aus großer Macht erwächst große Verantwortung, wie wir alle wissen. Seid gegrüßt, Schüler. Auch wenn ich annehme, dass ihr... Ach, halt's Maul. Ich bin noch nicht ganz vertraut mit dem Jedi-Kodex. Ich habe vorhin nicht die Antworten gelesen. Alle Jedi müssen den Kodex kennen. Los, seine Labber. Lehrsätze sind die Grundlage unseres Ordens. Sag's einfach. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Okay. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Ja, nicht so schnell, ich muss schreiben. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Lasst euch diese Wahrheiten durch den Kopf gehen, wenn ihr jemals Padawan werden wollt. Ja. Okay, steht hier sicher auch im Tagebuch, weil wenn nicht, habe ich irgendwie einen Arsch. Ah ja, hier steht's. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. So, so. Dann sind also die... Dumm, nicht dumm, sondern sie sind schlau. Ja. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit.
Verlassenheit. Ist Leidenschaft nicht auch ein Gefühl? Egal. Verlassenheit. Kein Chaos, nur Harmonie. Ja, den Kram kann ich mir nicht merken, deswegen schreibe ich es mir auf. Ich habe hier irgendwie 1000 Zettel überall, wo ich mir die Lösung von Rätseln aufschreibe. Und jetzt können wir darin geprüft werden. Nachdem ich einen Schnitt gemacht habe. Bis zum nächsten Mal.